Ich begrüße Sie alle ganz herzlich. Mein Name ist Gesa Tiedemann und ich bin die Geschäftsführerin der Petra Kelly Stiftung. Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es neben der wunderbaren großen Heinrich-Böll-Stiftung 16 Landesstiftungen, jeweils mit dem Auftrag, politische Bildung im eigenen Bundesland anzubieten. Wir arbeiten eng zusammen, so auch derzeit im Rahmen dieses sogenannten Verbundprojekts zum Thema Wirtschaften mit Zukunft, ökologisch, demokratisch, sozial. In diesem Projekt führen wir Grundsatzdebatten, bieten Diskussionen und Veranstaltungen an zu verschiedenen Aspekten zukünftiger wirtschaftlicher Fragen. An dem heutigen Abend, an der heutigen Diskussion, sind außer der Bundesstiftung und uns in Bayern die Landesstiftungen in Baden-Württemberg und Hessen maßgeblich beteiligt. Meine Kollegen sind sicher auch irgendwo auf einer Kachel dann heute dabei. Zwei kleine Hinweise am Anfang. Die Veranstaltung wird aufgenommen und kann dann hinterher auf der Landingpage unseres Verbundprojekts über die Bundesstiftung aufgerufen werden. Und bereits während der Vorträge können Sie Ihre Fragen stellen unter dem Fragen- und Antwort-F&A-Tool und die Moderation wird das dann aufgreifen. Wenn wir uns die wirtschaftlichen Herausforderungen der Zukunft anschauen, vor allem im Hinblick auf den Klimawandel und die sich daraus ergebenden Handlungsnotwendigkeiten, so landen wir unweigerlich sehr schnell bei der Autoindustrie. Bei uns in München, aber nicht nur, sicherlich nicht nur hier, sondern in allen größeren und kleineren Städten gibt es heftige Diskussionen über den CO2-Ausstoß. Werden Parkplätze zurückgebaut? Gibt es Ärger über Staus und immer wieder die Forderung nach der Reduzierung des Individualverkehrs? Auf der anderen Seite sind natürlich ein hoher Beschäftigungsanteil sowie eine hohe Wertschöpfung der Automobilindustrie ein sehr großer wirtschaftlicher Faktor. Also, welche Rolle kann und soll das Auto, der deutschen liebstes Kind, zukünftig spielen? Was kann und muss sich verändern? Gibt es dazu Ideen, Konzepte, Strategien und wie können diese dann aussehen? Gibt es Vorschläge, zum Beispiel von Seiten der Gewerkschaften, mit ihrer Zuständigkeit für die vielen Menschen, die in der Automobilindustrie und den Zulieferdiensten ihren Lebensunterhalt verdienen? Welche Grundlagen müssen heute gelegt werden und welche Rolle kann das Auto, kann der Individualverkehr in einem nachhaltigen, klimagerechten, zukünftigen Verkehrssystem noch spielen? Dazu haben wir heute zwei Experten bei uns, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu dem Thema Stellung beziehen. Kai Bliesener ist erster Bevollmächtigter IG Metall aus Aalen, Mitglied der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und Christian Hochfeld, Direktor der Agora Verkehrswende. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute mit dabei sind. Sie werden gleich noch ausführlicher vorgestellt von unserem Moderator, den ich auch ganz herzlich begrüße, Gustav Theile. Gustav Theile war ein Jahr als Freiwilliger in einer Computerschule in Ghana, hat dann Wirtschaft, Koreanistik, Politik und Literatur studiert, war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes und im Laufe seines Berufslebens unter anderem als Carlo-Schmidt-Stipendiat bei Oxfam in Glasgow sowie eine Zeit lang Mitarbeiter im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Seit 2018 ist Herr Theile Korrespondent in der Wirtschaftsredaktion der FAZ mit Sitz in Stuttgart. Und ich habe gelesen, dass Sie, Herr Theile, die deutsche und die schweizerische Staatsbürgerschaft haben. So viel Information muss sein. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie die Moderation übernehmen. Bevor ich Herrn Theile Ihnen nun das Wort übergebe, nur noch ein kleiner Hinweis. In der Inlandsabteilung der Heinrich-Böll-Stiftung erscheinen regelmäßige E-Paper, sogenannte Böll-Briefe. Und der aktuelle trägt den Titel, muss ich ablesen, Transformation der Automobilindustrie, was jetzt zu tun ist, mit sehr vielen interessanten Artikeln zum Thema. Dieser Böll-Brief wird in den nächsten Tagen veröffentlicht und alle, die sich für heute angemeldet haben, erhalten automatisch den Link und ich empfehle Ihnen, diesen Böll-Brief herunterzuladen und sich
mit dem Thema noch weiter zu beschäftigen, weil es wirklich sehr spannende Aspekte sind, die dort nochmal aufgegriffen werden. Übrigens finden Sie auch andere spannende Informationen zu den Veranstaltungen aus unserem Verbundprojekt auf der Landingpage zu dem Verbundprojekt abzurufen über die Homepage der Heinrich-Böll-Stiftung. So, und nach diesem kleinen Werbeblock wünsche ich uns allen nun interessante Vorträge und eine spannende Diskussion zu einem wirklich sehr wichtigen zukünftigen wirtschaftlichen Thema. Und ich übergebe das Mikrofon an Sie, Herr Theiler. Schönen Abend. Vielen herzlichen Dank, Frau Tiedemann, für die nette Einführung. Vielen Dank allen, die sich hier eingeschaltet haben, für das große Interesse. Darüber freuen wir uns wirklich sehr. Und natürlich auch vielen Dank an die beteiligten Stiftungen und die Organisatoren dieser heutigen Diskussion. Als der Tag und das Format festgelegt wurden, war noch nicht ganz klar, war noch nicht abzusehen, dass wir uns nicht mehr physisch treffen können oder das physische Treffen wieder schwieriger werden, noch dass heute der Koalitionsvertrag unterschrieben wird und die Diskussion deshalb umso pünktlicher kommt angesichts dieser politischen Diskussion. Wir haben heute zwei sehr spannende Diskutanten mit uns. Der eine ist Kai Bliesener, der in seiner Karriere auf Arbeitnehmerseite einen großen Teil der deutschen Automobilindustrie kennengelernt hat. Er hat sich vor vielen Jahren in den 90er Jahren um die Kommunikation des Mercedes-Benz-Betriebsrats am Standort in Untertürkheim gekümmert, war später Generalsekretär des Porsche-Konzernbetriebsrats, Aufsichtsrat bei Porsche und dem VW-Konzern und ist aktuell wieder im Aufsichtsrat des Stuttgarter Autozulieferers Mahle. Zudem ist er Geschäftsführer, wie gerade schon erwähnt, der IG Metall in Aalen und Schwäbisch Gmünd. Aber er ist vielseitig, denn er hat unter anderem auch eine Biografie über Clint Eastwood geschrieben und drei Polit-Thriller, die sich sicher lohnen, und auch ein Bildband mit Kurzgeschichten herausgegeben. Zudem ist er Mitglied der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität und Mitglied im Rat der Agora Verkehrswende, was mich zu unserem zweiten Gast bringt. Das ist Christian Hochfeld. Christian Hochfeld ist Diplom-Ingenieur und Direktor der Agora Verkehrswende, einem der führenden Thinktanks im Bereich Verkehrspolitik in Deutschland. Davor war er bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit und hat dort das Programm für nachhaltigen Verkehr in China geleitet. Davor war er in Freiburg Mitglied der Geschäftsführung des Öko-Instituts, wo er davor als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet hat. Seit 2015 ist er zudem Mitglied des Internationalen Beirats der chinesischen Plattform Elektromobilität. Und wenn man ihm eine musikalische Freude machen möchte, so habe ich es gelesen, dann gelingt es am besten wohl mit 9 Million Bicycles von Katie Melua. Ich freue mich sehr auf die Diskussion. Wir haben das so gegliedert, dass wir mit Eingangsstatements von Herrn Bliesener und Herrn Hochfeld beginnen, dann eine Diskussion zu einigen Themen führen, wo es unter anderem um den Koalitionsvertrag gehen wird. Es schließt sich dann zum Abschluss eine offene Fragerunde an, wo wir uns über Ihre Beiträge, Ihre Fragen aus dem Publikum freuen. Wir würden Sie dann auch auf die Bühne holen, damit wir Sie auch hören und sehen können. Ich freue mich sehr auf den Abend. Legen Sie gern los, Herr Bliesener. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Herr Theile, auch für die Begrüßung und Einführung. Ich würde dann kurz versuchen, meinen Bildschirm zu teilen. Sehr schön. Dann lege ich doch am besten mal los. Ich freue mich sehr, heute bei der Heinrich-Böll-Stiftung und bei Ihnen allen sein zu dürfen und auch den Blick der Gewerkschaften in die aktuelle Debatte bringen zu dürfen. Natürlich ist unser Blick immer geprägt auch von der Frage, welche Wirkungen hat das alles auf Beschäftigung? Und dennoch, das möchte ich gleich zu Anfang auch betonen, verschließen auch wir selbstverständlich nicht die Augen vor dem Wandel der Mobilität, denn der Wandel ist dringend notwendig. Wenn wir uns anschauen,
Die Automobilindustrie befindet sich derzeit in einem umfassenden Strukturwandel. Getrieben wird das Ganze von Themen wie Digitalisierung, Vernetzung, Automatisierung von Produkten, aber auch von der Produktion sowie dem Aufkommen neuer Mobilitätsdienstleistungen und innovativer digitaler Geschäftsmodelle, die eine immer größere Rolle spielen. Wichtigster Treiber für diese Veränderung ist aber unbestritten und auch richtigerweise der Klimaschutz. Die CO2-Emissionen sind geprägt durch hunderte Millionen Pkw und Lkw, die tagtäglich weltweit in erheblichem Maße zum Klimawandel beitragen. Daraus hat sich auch der mittlerweile weltweit steigende Druck ergeben auf Antriebstechnologien klimafreundlicher Alternativen umzustellen. Doch zunächst auch vielleicht ein kurzer Blick lohnt sich in die Leitindustrie unseres Landes, in der zwar eigentlich nur etwa 800.000 Beschäftigte direkt arbeiten, an der aber im Branchenkontext, also gesamtwirtschaftlich, circa 4,5 Millionen abhängig Beschäftigte hängen. Eine Industrie, die den Wandel gewohnt ist und seit über 100 Jahren eigentlich in einem permanenten Wandlungsprozess steht, und die sich jetzt erneut häuten muss in einem Veränderungsprozess, der nicht nur unsere gesamte Wirtschaft betrifft, sondern eben auch die Branche, beinahe so epochal wie vor über 100 Jahren der Umstieg von der Kutsche aufs Automobil. Heute werden noch 80% oder arbeiten noch 80% der Beschäftigten in verbrennungsmotorischen Zusammenhängen. Ebenfalls werden in dieser Branche ca. 80% der Wertschöpfung momentan noch in Zusammenhängen rund um den Verbrennungsmotor gemacht. Tendenz aber klar fallend. Von dieser Wertschöpfung verteilt sich das momentan so, dass ca. 70% bei den Zulieferunternehmen erfolgt, 30% bei den Herstellern, aber auch hier wandelt sich das Verhältnis. Insgesamt gibt es beim Blick in die Branche viel Schatten, aber auch Licht bei der hiesigen Automobilindustrie. Zwar sind die Unternehmen relativ gut durch die Corona-Krise gekommen, aber sie sind in die nächste Krise gleich direkt geschlittert. Rohstoffknappheit trifft die Branche, weshalb es noch immer und wohl auch noch auf einige Zeit deutliche Anteile an Kurzarbeit geben wird. Hinzu kommt eine zunehmend angespannte Liquiditätssituation, insbesondere bei den KMU-Unternehmen, also klein- und mittelständisch geprägten Unternehmen der Branche. Viele sind nicht in der Lage, heute die notwendigen Investitionen für morgen oder übermorgen zu gewährleisten. Und bereits jetzt hat ein Trend deutlich an Fahrt genommen, nämlich die Verlagerung von Unternehmensteilen ins Ausland. Dazu gehören zum einen Produktion, aber auch immer mehr Forschung und Entwicklungsumfänge, also an Themen, die Zukunft der Branche bedeuten. Und hier gilt der Spruch, was einmal weg ist, das kommt auch nie wieder. Viele Staaten haben inzwischen Ausstiegsdaten für fossil betriebene Verbrennungsmotoren angekündigt. Im für Deutschland wichtigen Exportmarkt China werden alternative Antriebe forciert und die Europäische Union gibt stetig strengere Grenzwerte für die Automobilflotten der Hersteller vor. Das ist auch richtig, um den Markt zu lenken. Resultat ist daher ein weltweiter Trend Richtung Dekarbonisierung zu alternativen Antrieben, insbesondere zur Elektrifizierung. Und auch dieser Trend ist notwendig und richtig, um Klarheit zu haben. Mit den neuen Technologien und Produkten ändern sich allerdings auch Produktionsstrukturen und Prozesse sowie die Qualifikationsanforderungen zum Teil grundlegend. Die Transformation der Schlüsselindustrie ist also für die IG Metall schon lange ein Kernthema. Seit Jahren fordern wir daher eine umfassende politische Begleitung dieser Prozesse mit Investitionen in Infrastruktur, regionale Strukturpolitik, Qualifizierungspolitik und betrieblichen Zukunftskonzepten. Denn die Betriebe müssen strategisch wissen, wohin sie ihre Menschen, ihre Beschäftigten qualifizieren können, damit zum richtigen Zeitpunkt das ausreichende Portfolio an Beschäftigten zur Verfügung steht. Unsere Betriebsräte erzeugen Druck in Richtung innovativer und klimafreundlicher Technologien und Produkte zu investieren, auch über die Aufsichtsräte, in denen Arbeitnehmervertreter sitzen. Wir machen Druck
Produktionsprozesse umzubauen, zukunftsfähige Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Wertschöpfungschancen zu erschließen. Die Probleme des Strukturwandels haben sich durch Corona verschärft. Viele Zuliefererbetriebe geraten in Liquiditätsprobleme, viele Betriebe bauen Stellen ab. Gleichzeitig werden aber die zerstörerischen Auswirkungen des Klimawandels immer deutlicher sichtbar. Neue Technologien bei PKW und LKW müssen daher schneller hochlaufen als bisher geplant und alte Technologien voraussichtlich schneller aus dem Markt. Ein solch beschleunigter Wandel birgt Risiken, aber auch Chancen für zukünftige innovative Wertschöpfung in einer an sich gut aufgestellten und starken Industrie. Es verstärken sich aber auch die industrie- und beschäftigungspolitischen Risiken. Denn wie das Fraunhofer IAO im letzten Jahr für die nationale Plattform Zukunft der Mobilität errechnet hat, hängen an jedem der meist tarifgebundenen und auch entsprechend tariflich entlohnten Arbeitsplätze dieser Branche, der durch den Wandel verloren gehen könnte, bei gesamtwirtschaftlicher Betrachtung bis zu 7 weitere Arbeitsplätze. Da sind dann der Bäcker, der Fachverkäufer etc. pp. Die IG Metall bleibt deshalb auch in dieser Situation bei ihrem Ansatz eines fairen Wandels. Wir bekennen uns glasklar zur Notwendigkeit des Klimaschutzes. Ein Festhalten an nicht nachhaltigen klimaschädlichen Technologien wäre angesichts der beschriebenen Trends fatal für unsere Betriebe. Wir kämpfen daher für einen zukunftsfähigen Umbau. Gleichzeitig muss der notwendige Wandel mit Augenmaß, Verantwortung für die Beschäftigten und umfangreicher Unterstützung durch die Politik gestaltet werden. Sonst drohen erhebliche gesellschaftspolitische Risiken. Die Politik muss sich der Konsequenzen ihrer klimapolitischen Entscheidungen bewusst werden und alle nötigen Industriestruktur- und beschäftigungspolitischen Maßnahmen ergreifen, um diesen Wandel fair und erfolgreich zu gestalten. Unser Ansatz lautet, wenn Ziele verschärft werden, dann müssen die Rahmenbedingungen für ihre Erreichung geschaffen werden. Und zweitens muss sehr genau überlegt werden, welche Technologien für welchen Bereich die richtige ist, um Klimaziele zu erreichen und unsere Industrie erfolgreich umzubauen. Das alles muss flankiert werden von einer strategisch orientierten Industriepolitik und einer regionalen Strukturpolitik, die dafür sorgt, dass Transformation auch dort gestaltet wird, wo sie spürbar für alle Menschen stattfindet, nämlich in den betroffenen Regionen, die heute noch stark am Verbrennungsmotor hängen. Gleichzeitig müssen die Zukunftstechnologien auch an Standorten nicht nur erforscht und entwickelt werden in Deutschland, sondern sie müssen auch hier industrialisiert werden. Denn nur wenn der industrielle Aufbau, zum Beispiel rund um die Batterieproduktion und den damit verbundenen Wertstoffkreislauf bis hin zum Recycling, die Herstellung von Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Wasserstoff und dergleichen mehr auch hier erfolgt, wird es uns gelingen, die Beschäftigungsverluste auf der einen Seite mit den Investitionen und neuen Technologien von morgen kompensieren zu können. Denn die Transformation hin zu einem CO2-neutralen Wirtschaften ist einerseits unumgänglich und sie geht andererseits uns alle an. Denn sie wirkt letztlich spürbar in alle Bereiche unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Sie wird Leben, Arbeit und Mobilität nachhaltig verändern. Darum müssen wir dieses Thema auch gemeinsam angehen mit Blick auf die Beschäftigung. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bliesener. Sehr spannend. Wir machen direkt weiter mit dem Eingangsstatement von Herrn Hochfeld. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Theile, und auch vielen herzlichen Dank für den Vortrag von Herrn Bliesener. Ja, vielleicht nochmal ganz Anfang zurück zum Thema Lieblingsmusik. Hatten Sie 9 Million Bicycles von Katie Melua darauf hingewiesen? Im Moment würde ich sagen, auch mit Blick auf den Tag, müsste bei mir eigentlich heute heiß auf Rotation, hot on rotation, hoch auf dem gelben Wagen von Walter Scheel laufen. Nun, da wir einen Koalitionsvertrag unterzeichnet haben, einen FDP-Verkehrsminister und hoffentlich die gleiche Zuversicht, die Walter Scheel in seinem Wanderlied wiedergibt, auch für die
Verkehrswende, für die Erreichung der Klimaschutzziele und insbesondere die Verkehrswende. Und Sie sehen vielleicht an der Ähnlichkeit des Wortes Verkehrswende zum Thema Fairwandel, dass vielleicht die Vorträge und auch die Beiträge und auch damit die Positionen und Einschätzungen zwischen der IG Metall und Agora Verkehrswende sich deutlich weniger unterscheiden, als das vielleicht vor 5 Jahren der Fall war. Und ich denke, dass wir uns hier langsam auf einen gemeinsamen Blick verständigen auf die Mobilität der Zukunft und das, was dafür notwendig ist, um das zu gestalten, ist positiv und macht mich optimistisch, bei allen auch, sage ich mal, Fragezeichen, die uns bevorstehen, dass es uns gelingen wird, in der jetzigen Legislaturperiode auch den notwendigen Wandel und die Verkehrswende einzuleiten. Denn darauf möchte ich gleich am Anfang hinweisen, am Ende des Tages ist es die letzte Bundesregierung, die es in der Hand haben wird, die Rahmenbedingungen dafür zu setzen, dass wir die Klimaschutzziele 2030, den European Green Deal und dann auch die Klimaneutralität in Deutschland bis 2045, in Europa bis Mitte dieses Jahrhunderts erreichen. Wenn wir diese Chance nicht nutzen, sehen wir es als nicht mehr möglich, nach dieser Legislatur nachzusteuern, um Klimaschutzziele zu erreichen. Und dass wir das auf eine Art tun wollen, dass sie volkswirtschaftlich effizient ist und auch sozial ausgewogen, möchten wir mit dem Ausdruck der Verkehrswende zum Ausdruck bringen. Denn nur wenn uns das gelingt, werden wir auch Mehrheiten für die Verkehrswende bekommen, für den Klimaschutz im Verkehr und damit erfolgreich die Entwicklung fortsetzen können. Ich möchte kurz vielleicht nochmal den Blick so ein bisschen weiten von dem, was Herr Bliesener gesagt hat. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, nicht nur, weil es wieder Olympia hatte, sondern weil auch der Klimaschutz olympisch geworden ist. Im Kontext der Klimaverhandlungen in Glasgow, 5 Jahre oder inzwischen jetzt 6 Jahre pandemiebedingt nach dem Pariser Klimaschutzabkommen, haben viele Länder weltweit ihre Klimaschutzbemühungen erhöht, ihre Klimaschutzziele verschärft und sind damit sozusagen, oder das macht es erforderlich, dass wir schneller mit dem Klimaschutz sein müssen, dass wir höhere Ambitionen haben. Die Frage ist so ein bisschen, sind wir auch stärker unterwegs? Das heißt, haben wir auch die politischen Rahmenbedingungen, die Instrumente in der Hand, um unsere Ziele zu erreichen? Das sehe ich im Moment nicht so. Trotzdem werden wir sehen, dass aufgrund der Entscheidungen, um nur ein paar zu nennen, Japan, Korea, China, Klimaneutralität bis 2060, Indien bis 2070, Europa bis 2050, nach der Wahl in den USA, auch die USA bis 2050, Kanada bis 2050, dass sich viele Industrieländer und immer mehr Länder für die Klimaneutralität 2050 entscheiden und dass es inzwischen nahezu 80% der Emissionen weltweit sozusagen diesen Net Zero Pledges, wie es heißt, also dieser Verpflichtung und diesem Bekenntnis zum Klimaschutz und zur Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts sich verpflichtet haben. Und da das erst vor wenigen Wochen, Monaten der Fall war, können wir noch gar nicht absehen deutlich, was das eigentlich für den Verkehrssektor heißt und was das auch für eine Verschärfung und eine Beschleunigung der Transformation mitbringt, weil die meisten Länder, so zum Beispiel China, werden wir vielleicht auch noch drüber sprechen, bisher diese Ziele noch nicht heruntergebrochen hat für den Verkehrssektor und für die Umsetzung des Klimaschutzes im Verkehrssektor. Das Gleiche, was für Länder gilt, sehen wir auch ganz viel bei Unternehmen inzwischen, dass immer mehr Unternehmen gemeinsam mit den Ländern auch das Ziel Klimaneutralität 2050 anstreben. Und das gilt nicht nur für die eigene Produktion, sondern eben auch für die Produktnutzung und auch die Wertschöpfungsketten und die Emissionen entlang der Wertschöpfungsketten. Sie sehen, dass gerade die Herstellung von Fahrzeugen und die Fahrzeughersteller und die Automobilindustrie diese Ziele sehr stark unterstützt im Verhältnis zu anderen Organisationen und anderen Unternehmen. Dass das erforderlich und sinnvoll ist, sehen wir auch mal an diesem Vergleich, was wir hier aufgetragen sehen, sind die größten Emittenten von den Nationen her, also die Länder, die die höchsten CO2-Emissionen
weltweit haben. Und Sie sehen, welche Bedeutung die Emissionen von deutschen Autoherstellern haben. Wenn wir die gesamte Wertschöpfungskette der Fahrzeuge, sozusagen der gesamten Flotte von der Rohstofferzeugung bis hin zur Nutzung der Fahrzeuge in den Blick nehmen, dann sehen Sie, hat die Volkswagen-Gruppe etwa die gleichen Emissionen wie Australien auf Platz 15 weltweit. Mercedes-Benz, hier geht es um die Pkw, in der gleichen Größenordnung wie Tschechien auf Platz 42 oder BMW in der gleichen Größenordnung die Emissionen wie Österreich. Das heißt, natürlich kommt auch dem Automobilsektor eine ganz enorme Bedeutung bei der Dekarbonisierung und damit nicht nur beim Klimaschutz, sondern auch bei der Frage, wie sich Wettbewerbsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit in der Automobilproduktion in einer dekarbonisierten Welt darstellt. Und das ist gerade für ein Land wie Deutschland wichtig, denn wenn wir anschauen, auch das wurde ja angesprochen von Herrn Bliesener, wie viele Länder inzwischen ein Ausstiegsziel für den Verbrennungsmotor haben bis 2040, dann sehen wir, dass das 40% des deutschen Pkw-Exports ausmacht. Und diese Grafik sind wir gerade dabei zu aktualisieren, denn nach Glasgow wird es noch ein deutlich höherer Anteil sein als diese 40%, die wir hier sehen. Was natürlich auch heißt, dass sozusagen der Export auch von den Produkten natürlich abhängt, die wir anbieten können. Und und das ist auch wichtig zu berücksichtigen, in Deutschland etwa 75% der in Deutschland produzierten Fahrzeuge ins Ausland verkauft werden, ist es also nicht nur wichtig, was wir national für den Klimaschutz tun, sondern was auch die Welt für den Klimaschutz tut, um das zu beobachten. Denn die Wirtschaftlichkeit der Produktion des Verbrenners, aber auch aller Alternativen dazu, hängt sehr davon ab, was wir auch in der Lage sind, ins Ausland abzusetzen und zu verkaufen, weil die Wirtschaftlichkeit sozusagen natürlich nicht praktisch nur immer an 10% mehr oder weniger hängt, sondern dass bei 10% mehr oder weniger Motoren ganze Werke betriebswirtschaftlich auch in rote Zahlen geraten können und damit auch Arbeitsplätze gefährdet sein können. Das ist aus unserer Sicht wichtig zu hinterlegen. Wenn wir jetzt auf die Bundesregierung und auf den Klimaschutz in Deutschland schauen, dann heißt das Ziel Klimaneutralität 2045. Wir hatten das Glück oder der Zufall wollte es so, dass wir kurz vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Frühjahr diesen Jahres, das zur Verschärfung des Klimaschutzziels geführt hat, eine Studie veröffentlicht haben, die einmal beschreibt, wie Deutschland klimaneutral werden kann bis 2045. Und viele dieser Annahmen und Aussagen, die dort getroffen worden sind, haben dann Eingang gefunden in das Klimaschutzgesetz im Mai, was uns erlaubt, jetzt auch einige Aussagen zu vergleichen und was uns auch erlaubt hat, auf Basis dieser Studie einen Vorschlag zu machen für eine Regierungscharta, für die Verkehrswende, wie die Klimaschutzziele volkswirtschaftlich effizient und sozial ausgewogen erreicht werden können, mit welchen Instrumenten sie hinterlegt werden können. Und es zeigt, dass der Verkehrssektor halt bisher das Sorgenkind des Klimaschutzes ist und deshalb einer besonderen Anspannung unterliegt. Bis 2030 heißt es, die Emissionen zu halbieren. Also innerhalb von weniger als 10 Jahren müssen wir die Emissionen von heute im Verkehrssektor halbieren. In einer Generation bis 2045 dann auf Null kommen, vor dem Hintergrund, dass wir in den letzten 30 Jahren keine Emissionsminderung haben. Das heißt, dass wir heute noch auf dem Niveau von 1990 sind. Kurz gesagt, Null Emissionsminderung in den letzten 30 Jahren auf Null Emissionen in den nächsten 25 Jahren. Das spiegelt den Druck wider. Und wenn wir uns anschauen, wie können wir das erreichen, mit welchen Maßnahmen, mit welchen sozusagen Ansätzen, dann sehen wir, dass gerade bis 2030 sozusagen auf dem Technologien und auf dem Technologiewechsel beim Pkw ein großer Druck ist, weil das tendenziell ein Bereich ist, wo wir in der Lage sind, in den nächsten 10 Jahren Veränderungen vorzunehmen. In vielen anderen Bereichen, wie der Verlagerung von der Straße auf die Schiene, sei es bei Personen- oder Güterverkehr,
dauert das deutlich länger, weil wir die Infrastrukturen dafür erst bereitstellen müssen. Und dementsprechend hatten wir damals mit einer etwas anderen Allokation der Emissionen auch ausgerechnet, dass wir 14 Millionen E-Fahrzeuge in 2030 im Markt brauchen in Deutschland, um die Klimaschutzziele zu erreichen, und freuen uns und sehen auch das als positiv, dass jetzt im Koalitionsvertrag drin steht, dass wir, weil wir auch verschärfte Ziele haben, auch im Vergleich zu unseren Annahmen, 15 Millionen voll elektrische Pkw bis 2030 in den Markt bringen wollen. Und das ist das Ziel, was jetzt die Bundesregierung ausgesprochen hat. Und die Frage ist, wie lässt sich das, also welche Auswirkungen hat das für die Automobilindustrie und wie lässt sich das auch sozial ausgewogen gestalten? Dazu haben wir unlängst auch eine Studie veröffentlicht, gemeinsam mit Boston Consulting, in dem wir uns oder wo wir uns etwas mehr als die Direktbeschäftigten aus der Automobilindustrie angeschaut haben. Das ist das, was Herr Bliesener angesprochen hat, diese 800.000 etwa in der oberen Hälfte, sondern auch die angrenzenden Industrien im Anlagenbau, bei der Energieinfrastruktur, die relevant sind, sodass wir uns etwa 1,7 Millionen Arbeitsplätze angeschaut haben und angeschaut haben, was wird in Zukunft auf die Arbeitsplatzsituation Einfluss nehmen. Da sehen Sie, dass man davon ausgehen kann, dass sich das Marktvolumen noch erhöht. Wenn man aber davon ausgeht, heißt das, dass wir sowohl im Land als auch international die Marktanteile sichern. Und gerade bei den neuen Technologien wie der Elektromobilität, der batterieelektrischen Mobilität auch Zuwächse haben, dass wir uns gerade im Bereich der Software und der Digitalisierung bei der technologischen Entwicklung sehr stark sein müssen, um hier auch Arbeitsplätze zu halten oder neue zu generieren, dass wir sehr stark im Bereich des Produktmixes in Deutschland auf dem Premium setzen und dadurch auch auf hohe Margen und damit auch sehr erträgliche Arbeitsplätze, und dass umgekehrt aber die Produktivitätssteigerung, aber auch der Wandel zur Elektromobilität natürlich Arbeitsplätze kostet, in anderen Bereichen aber auch gerade im Bereich der Energieinfrastruktur Arbeitsplätze entstehen können, sodass wir weitestgehend davon ausgehen, dass 2030 etwa gleich viel Arbeitsplätze in diesen Industrien sein können, wenn wir die entsprechenden politischen Rahmenbedingungen setzen. Heute wurde oder gestern eine Studie von Klepper, dem Europäischen Zulieferverband, veröffentlicht, die zu anderen Ergebnissen kommt. Da können wir gerne nochmal drauf eingehen, was dabei eine Rolle spielt. Mir ist es wichtig zu sagen, dass, was auch Herr Bliesener schon gesagt hat, dass der Bundesregierung eine besonders große Aufgabe, nicht nur der Industrie, sondern auch der Politik, eine besonders große Aufgabe zukommt, jetzt diesen Wandel, der nicht aufzuhalten ist, diesen Strukturwandel hin zur batterieelektrischen Mobilität auch zu unterstützen, durch auf der einen Seite erst einmal wirklich nochmal auch ein Gremium, was sozusagen die mittel- und langfristigen Rahmenbedingungen strategisch auch für diesen Sektor beschreibt. Dort, wo das auf der Länderebene schon passiert, nämlich in Baden-Württemberg und Niedersachsen, sehen wir auch deutlich bessere Fortschritte in der Transformation als in anderen Bundesländern, die stark mit der Automobilindustrie verbunden sind, nämlich wie, sage ich mal, Bayern, Nordrhein-Westfalen, dass sozusagen diese Transformation auch unterstützt wird durch die Schaffung von Zugang zu Kapital. Gerade für Zulieferer ist das nicht einfach, zu Fremdkapital Zugang zu bekommen, um Forschung und Entwicklung zu machen, um auch neue Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können, zu entwickeln zu können und dann in den neuen Märkten auch erfolgreich sind. Darüber hinaus die Qualifizierung der Mitarbeiter hin in die neue Berufswelt, die erforderlich ist, und am Ende des Tages auch die regionale Komponente, das heißt die Frage sektorenübergreifend, regional übergreifend, auch, dass Menschen, die in der Automobilindustrie keine Anstellung mehr finden, eine vergleichbar gute Anstellung auch in anderen Branchen in der Region finden. Das heißt, dass auch Regionen, die heute abhängig sind von der Automobilindustrie und dort nicht mehr
Jobs in der Automobilindustrie zu halten sind, dass dort in anderen Branchen entweder andere Branchen angesiedelt sind oder dort schon befindliche Branchen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufnehmen können. Lassen Sie mich am Ende des Tages und am Ende des Vortrags noch ein, vielleicht auch für die Diskussion, provokativen Einwurf machen, den wir, glaube ich, auch noch einmal berücksichtigen müssen bei der gesamten Diskussion. Wir diskutieren sehr, sehr viel um die Frage, was der Technologie und wie dieser Technologiewandel die Mobilität beeinflusst und was daraus für die Automobilindustrie folgt und welchen Weg wir deshalb in die Klimaneutralität 2030 gehen. Das ist richtig und wichtig. Wenn wir uns aber anschauen, was noch mehr Einfluss auf die praktisch Arbeitsplätze und die Veränderungen in der Automobilindustrie haben wird, dann ist das die Frage, ob wir in Zukunft in unseren Städten weiterhin auf den motorisierten Individualverkehr setzen oder ganz andere Mobilitätskonzepte, insbesondere ermöglicht durch die Automatisierung, die von allen Herstellern getrieben wird, schafft, die mit sehr viel weniger Automobilen und Fahrzeugen in den Städten auskommt. Denn wir merken, um die Lebensqualität und die Aufenthaltsqualität in unseren Städten weltweit zu verbessern, dass sozusagen eigentlich ein niedrigeres Maß an Pkw-Besatz hilfreich ist und notwendig ist. Denn wir haben im Prinzip in der Vergangenheit die Städte geplant, wie, also wenn wir unsere Wohnung so geplant hätten, und das bringt die Grafik ein bisschen zum Ausdruck, dann wäre die Garage ziemlich genau das Wohnzimmer. Und wenn sich das verändert, dann werden wir auch zu deutlich geringeren Absätzen von PKWs kommen. Und heißt das, dass wir das nicht tun, um Arbeitsplätze zu halten, oder heißt das, dass wir auch diesen Strukturwandel und diesen Wandel hin, weg vom Produkt hin zu der Dienstleistung Mobilität vielleicht noch stärker auch in der Industrie befördern müssen, um nicht einen Gegensatz aufzubauen zwischen erfolgreicher Automobilindustrie, einem hohen Maß an sehr guter Beschäftigung und Klima- und Nachhaltigkeitszielen im Mobilitätssektor. Vielen herzlichen Dank. Es ist ein bisschen länger geworden, das tut mir leid, aber ich hoffe, wir haben noch genügend Zeit für die Diskussion. Keine Ursache, Herr Hochfeld, vielen herzlichen Dank, sehr spannend. Genau, ich würde die 14 bzw. 15 Millionen Elektroautos, die Sie in Ihrem Vortrag schon angesprochen haben, ich glaube, Sie können die Kamera gern anlassen, Herr Hochfeld, gern nochmal aufgreifen, da die ja durchaus auch Headlines gemacht haben in den vergangenen Tagen und der Koalitionsvertrag unterschrieben wurde heute. Ich habe gesehen, Hildegard Müller, VDR-Präsidentin, hat heute gesagt, dass das bedeuten würde, dass rein rechnerisch bis 2030 jedes zweite neu zugelassene Auto elektrisch fahren müsste. Wir sind Stand November bei jedem fünften, wenn ich das richtig gesehen habe, beim Kraftfahrtbundesamt. Ist das wirklich realistisch? Mikro? Ja, ich war gar nicht sicher, ob Sie mich ansprachen oder den Herrn Wiesner. Fangen wir mit Ihnen an. Sehr gerne. Also ich weiß nicht genau, auf was sich Frau Müller bezieht. Für uns, also unseren Berechnungen nach, heißt 15 Millionen vollelektrische Pkw 2030 nahezu ein Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bei Neuzulassungen 2030. Das heißt, dass ich sag mal, um die 90% oder mehr sogar an Neuzulassung in 2030 voll elektrisch sein müssten, um diese Zahl zu erreichen. Und ob das realistisch ist, ich glaube, das sagt uns einerseits eine, glaube ich, recht prägnante Umfrage der nationalen Leitstelle zur Ladeinfrastruktur. Die machen sogenannte Cleanroom-Gespräche einmal im Jahr und fragen alle Hersteller, wie viele Autos, Elektroautos werdet ihr auf den Markt bringen? Um sicher zu sein, haben wir und bauen wir genügend Ladeinfrastruktur dafür. Und in diesen Cleanroom-Gesprächen haben die Hersteller selbst angekündigt, dass sie bis 2030 14,8 Millionen E-Fahrzeuge in den Markt bringen werden. Und das schon vor anderthalb Jahren. Man bat jetzt schon die Leitstelle darum, diese Zahlen auch wieder zu aktualisieren. Das heißt, aus Sicht der Hersteller ist es realistisch. Aus Sicht der Politik ist es das noch nicht, weil wir noch nicht die Rahmenbedingungen haben, die diese
15 Millionen Fahrzeuge in den Markt bringen. Die Rahmenbedingungen müssen wir schaffen, weil auch die neue Bundesregierung wird nicht zaubern können, diese Fahrzeuge auf die Straße, sondern sie wird die politischen Instrumente brauchen, Umbauen von Steuern und von Subventionen, die notwendig sind, um diese Transformation zu schaffen. Und darin besteht die Herausforderung, dass wir das jetzt hinbekommen, in dieser Legislatur die politischen Rahmenbedingungen und gerade die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen, um diesen Weg zu gehen. Unter Einsatz der Bundesregierung für eine Verschärfung der Flottengrenzwerte noch bis 2030, die auch erforderlich ist, um diese Zahl zu erreichen, aus meiner Sicht. Vielleicht, was meinen Sie, Herr Bliesener? Vielleicht auch von mir ergänzend dazu. Also ich glaube auch, es muss erreicht werden. Warum meine ich das so relativ klar? Das Thema ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wenn wir schauen, in Baden-Württemberg haben wir 2008, 2009 die Landesagentur Elektromobilität Baden-Württemberg gegründet. 2010 hat Kanzlerin Merkel schon gesagt, 2020 soll 1 Million Elektrofahrzeuge auf deutschen Straßen fahren. Damals wurde es auch als Utopie angenommen. Natürlich hat sich der Prozess jetzt 2019, 2020 enorm beschleunigt. Aber wir sind da auf dem Weg. Und wir haben in den vergangenen Jahren nun mal auch enorm Zeit verschenkt bei den Herstellern. Denn das war mein Eingangsstatement. Da hat sich ja was getan. Das ist ja jetzt nicht vom Himmel gefallen. Man hätte viel früher auf diesen Dreh einschwenken können. Das hat man nicht getan. Jetzt muss man aufholen. Aber ich denke auch, die Hersteller und auch die Zulieferer sind dazu in der Lage. Das kann ich nur bestätigen, was Herr Hochfeld sagt. Von den Herstellern wird signalisiert, das schaffen wir. Das heißt aber auch, unterstreichen ganz dick mit rotem Edding, die Infrastruktur dazu muss passen. Ansonsten werden auch die Konsumenten diesen Weg nicht mitgehen. Und die soziale Frage muss natürlich auch passen, denn Elektromobilität oder überhaupt Mobilität der Zukunft muss, Mobilität an sich ist eine Daseinsfrage. Ja, und Mobilität muss deshalb heute wie morgen für alle erreichbar und bezahlbar sein. Das ist die Grundvoraussetzung. Und hier sind Unternehmen, aber vor allem auch die Politik in der Verantwortung. Deshalb klares Statement. Ich glaube, es ist schaffbar und wir müssen es sogar schaffen, um die Ziele zu erreichen. Ich glaube, bei den Grünen gibt es nicht wenige, die sagen, eigentlich ist das Ziel, dass weniger Autos verkauft werden, nicht mehr. Sehen Sie es so, dass zu einer nachhaltigen Verkehrspolitik nicht eigentlich gehört, dass die Zahl der verkauften Autos langfristig reduziert wird? Also jedes neue Auto, auch Elektroautos, braucht Ressourcen von überall auf der Welt. Würden Sie dem zustimmen? Herr Bliesener? Also, ich glaube zum einen, dass sich Mobilität unterschiedlich entwickeln muss. Hier wird sich ein Unterschied zeigen in Zukunft in urbanen und in nicht urbanen Räumen. Mobilität in der Stadt kann ganz anders gelebt werden, als dies der Fall ist in ländlichen Räumen, wo man eher noch aufs eigene Auto angewiesen ist. Das wird auf Deutschland und Europa zutreffen. Dann sehe ich aber auch, dass wir natürlich auf der Welt Regionen haben, wo viele Menschen erst jetzt den Bedarf an Mobilität entdecken. Da müssen wir natürlich schnell schauen, dass das Problem nicht verlagert wird von Mitteleuropa nach Asien oder so, wo dann die ganzen Verbrennungsmotoren im Einsatz sind. Das ist aber eine weitere Herausforderung, die mit der Thematik zusammenhängt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wird man im Zweifel über weniger Fahrzeuge sprechen und nachdenken, weil sich, wie gesagt, in urbanen Räumen die Mobilität auch verändern wird. Carsharing ist ein Thema davon, der Ausbau öffentlicher Nahverkehr wird eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Und trotzdem wird sich individuelle Mobilität dadurch aber nicht einschränken, sondern sie wird anders werden. Das ist aber ein gesellschaftlicher Prozess, der wird über Jahre hinweg laufen, der hat jetzt begonnen. Und das eigene Auto wird für manche sicherlich auch in Zukunft Gewicht haben, aber vielleicht nicht mehr ganz die Bedeutung, wie es die letzten 20 Jahre hatte. Und dessen ist sich aber auch die Automobilindustrie bewusst, die ja daher auch auf
Themen wie Mobility as a Service setzt, also sprich Dienstleistungen rund um Mobilität, nicht nur rund um das eigene Auto, sondern um Mobilität an sich. Und da sind die Unternehmen ja momentan dabei, den Schwenk zu machen. Liegt auch Wertschöpfung und Beschäftigungschancen drin. An dieser Stelle nur wichtig, dass eben gut bezahlte Metallindustriearbeitsplätze nicht in billig entlohnte Dienstleistungsarbeitsplätze in der Mobilitätsindustrie werden. Aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube, der Weg passt. Vielen Dank, Herr Bliesener. Herr Hochfeld, Sie haben gerade hoch auf dem gelben Wagen angesprochen und den künftigen FDP-Verkehrsminister. Halten Sie das für eine gute Besetzung? Haben Sie das Gefühl, damit ist diese Verkehrswende, von der Sie gesprochen haben, möglich? Also ich glaube, ich wäre wirklich ganz falsch hier an der Position, wenn ich Vorverurteilungen von Verkehrsministern vornehme, noch bevor sie im Amt sind. Davon halte ich gar nichts. Ich merke und höre, dass das häufig in der Öffentlichkeit der Fall ist. Aber von meinen Kindern lerne ich an der Schule, dass die Schulnoten nach dem Schuljahr vergeben werden und nicht vor dem Schuljahr. Und das ist, glaube ich, auch richtig so. Und außerdem denke ich, alle Koalitionäre haben sich den Klimaschutzzielen grundsätzlich und auch den Klimaschutzzielen im Verkehr explizit verschrieben und haben gesagt, dass sie sie erreichen möchten. Das, ehrlich gesagt, gibt der Koalitionsvertrag gerade im Mobilitätssektor, wenn man ihn eins zu eins in ein Konzept gießen würde, noch nicht wieder. Also allein mit dem, was da drin steht, sehen wir nicht, dass die Klimaschutzziele erreicht werden. Das heißt, sie müssen auch Dinge, die noch nicht genannt sind, dort mit reinnehmen. Und ich denke, die Erkenntnis wird reifen, dass das notwendig ist, mehr zu tun, um im Verkehr vorwärts zu kommen. Und da ist es unabhängig davon, welche Partei das Ministerium hat. Herr Lindner hat bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags gesagt, ein Minister dient der Nation und nicht der Partei. Das nehme ich hier sehr ernst und das gilt auch für alle anderen Minister, dass hier eine neue Form der Kooperation ja auch nach außen getragen wird. Und dementsprechend ist es auch so, dass nicht allein der Verkehrsminister über die Verkehrswende entscheidet. Es ist halt viel mehr als ein Verkehrsprojekt. Das müssen wir auch sehen. Der Finanzminister muss die steuerlichen Rahmenbedingungen setzen. Der Wirtschaftsminister die Förderpolitik und auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen schaffen, genauso wie das Umweltministerium die Standards mit beeinflusst auf europäischer und nationaler Ebene. Also hier ist wirklich im besten Sinne des Wortes Teamwork und Gemeinschaftswerk gefragt. Und so wird die Bundesregierung gemeinsam gewinnen oder verlieren bei dieser Frage. Aber das jetzt sozusagen abzuschätzen, wäre viel zu früh. Und ich glaube, es besteht große Hoffnung, dass mit dieser Regierung jetzt eine Regierung im Amt ist, die sich das Thema Fortschritt, Veränderung auf die Fahne geschrieben hat und damit auch das im Verkehrssektor einen Eingang halten wird. Auf jeden Fall die Klimaschutzziele im Verkehr auch stärker in den Mittelpunkt rücken noch. Ich würde damit gerne zum nächsten Punkt kommen. Ein weiteres Thema, was die Öffentlichkeit bewegt in diesen Tagen, ist der Machtkampf bei VW. Herr Bliesener, Sie waren ja selbst im VW-Aufsichtsrat. Aktuell hat man das Gefühl, dass da eigentlich kaum noch jemand Autos baut, sondern sich alle nur gegenseitig bekriegen. Haben Sie das Gefühl, dass das Modell der Mitbestimmung VW und vielleicht auch andere deutsche Konzerne zu langsam macht in dieser Transformation? Nein, definitiv nicht, sondern das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wenn man öfter und früher auf die Arbeitnehmer hören würde und diese auch mit einbeziehen würde in die Prozesse, dann könnte man sich so manchen falschen Kurs auch ersparen, schlicht und ergreifend. Denn es gibt genügend Beispiele, wo sich hinterher herausgestellt hat, dass der vorgeschlagene Weg der richtigere gewesen wäre, wenn man nicht auf kurzfristige Gewinnmaximierung gesetzt hätte. Von dem her glaube ich, Betriebsräte, Arbeitnehmervertreter haben gute Einblicke in die Unternehmen und sind auch häufig die Konstante in Unternehmen. Denn auf Management-Ebene oder bei Führungskräften allgemein, da gibt es häufig ja, viele Stationen, die sind Durchlauferhitzer für die eigene Karriere. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, da muss man dann nicht mehr Verantwortung dafür übernehmen, für das, was man an Strategiekurs vielleicht falsch eingeschlagen hat.
Betriebsräte sind aber häufig dann immer noch da. Die kennen die Beschäftigten, die kennen, welche Qualifikationen sind da vorhanden. Wie kann man ein Unternehmen zum Beispiel auch Richtung Zukunft fit machen mit Blick auf andere Themen und Produkte? Herr Hochfeld hat ja einige genannt. Da liegen ja Chancen auch in diesem Wandel. Nur die Unternehmen müssen diese Chancen natürlich erkennen, annehmen und ihre Beschäftigten qualifizieren. Da spielen Betriebsräte meiner Meinung nach eine weithin unterschätzte Rolle, weshalb ich nicht glaube, dass die Mitbestimmung hier ein Bremsklotz ist, sondern im Gegenteil, sie ist ein Garant für Stabilität eigentlich in unserem Wirtschaftssystem. Das hat sie die letzten Jahrzehnte bewiesen und das wird sie in Zukunft hoffentlich auch zeigen. Herr Hochfeld, Sie haben ja einen sehr internationalen Blick. Würden Sie das bestätigen im internationalen Vergleich? Ich glaube, dass hier die Gewerkschaften und insbesondere die IG Metall in den letzten, ich sage jetzt mal, 5, vielleicht auch sogar 10 Jahren eine deutliche Veränderung auch erfahren hat. Ich hoffe, sozusagen, ich kann das von außen vielleicht etwas anders sagen als der Bliesener von innen, aber in der Wahrnehmung von außen ist es so, dass, glaube ich, sozusagen so eine gewisse auch Emanzipation der Betriebsräte und auch der Gewerkschaften stattgefunden hat, sich ein eigenes Bild zu machen von dem, was kommt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende für den Erfolg der Transformation, dass man sagt, wir haben eine Strategie. Die IG Metall hat eine Umfrage mal gemacht, vor 1 bis 2 Jahren im Bezirk Mitte, also nicht Berlin-Bezirk Mitte, sondern Deutschland-Mitte, wo es darum ging, die Unternehmen zu befragen, habt ihr eine oder haben eure Unternehmen eine Strategie in der Transformation? Und 50% der Unternehmen haben gesagt, können wir noch nicht bestätigen oder können wir noch nicht sehen, dass es diese Strategie gibt. Und ich glaube, überall dort, wo es eine klare Strategie gibt, ist auch eine Grundvoraussetzung geschaffen, dass es erfolgreich geht, weil man langfristig Planungs- und Investitionssicherheit hat auf diesem Weg in die Klimaneutralität. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt sozusagen ansteht, diese Strategie, die es auf der nationalen oder auf der politischen Ebene gibt, abzugleichen mit der Strategie in den Unternehmen und in der Wirtschaft. Und ganz ehrlich, ein Punkt, der ganz klar kontrovers noch diskutiert wird, und ich glaube, da brauchen wir auch nicht drum rumreden, das ist die Frage tatsächlich immer noch, unabhängig davon, ob wir mehr oder weniger Autos haben, aber was ist der technologisch richtige Pfad? Und da gibt es einige, die sagen, und zu denen zähle ich mich dazu, vor dem Hintergrund, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Emissionen halbieren müssen in Deutschland. In vielen anderen Regionen ist das noch drastischer, was an Emissionsminderungen zu erzielen ist. Bleibt uns im Pkw-Bereich, betont Pkw-Bereich, die batterieelektrische Mobilität als ein großer Lösungsbeitrag. Das heißt, wir sollten uns fokussieren darauf, das zum Erfolg zu machen und nicht sozusagen einen technologieneutralen Ansatz fahren, der den Eindruck erweckt, als können wir in den nächsten 10 Jahren mit anderen Technologien ähnlich große Emissionsminderungen vornehmen. Andere Technologien mögen für andere Verkehrsträger oder auch in anderen Zeiträumen Lösungsbeiträge bringen, aber nicht in den nächsten 10 Jahren. Deswegen sehe ich, brauche es diese Fokussierung und diese Fokussierung wird weltweit erfolgen. Und je früher und schneller wir in Deutschland diese Transformation hinbekommen in den Unternehmen, desto größer ist auch die Erfolgschancen, weiterhin international erfolgreich zu sein und auch Marktanteile, gegebenenfalls zusätzliche Marktanteile zu gewinnen in den internationalen Märkten, weil immer mehr Länder werden sich sozusagen bewusst, wie schnell diese Transformation vonstatten geht und was dann an Rahmenbedingungen erforderlich ist. Und Sie sprachen es an, China ist sicherlich, war in der Vergangenheit der Treiber für die Elektromobilität. Es wird jetzt vielfach gesagt, lässt China nicht nach bei der sozusagen Fokussierung auf Elektromobilität. Machen die jetzt nicht gerade das, was wir auch machen sollten, einen technologieneutralen Ansatz? Nun, und dazu lässt sich sagen, all die Pläne, China baut nicht auf Legislaturperioden, sondern auf 5-Jahresplänen. Der 14. 5-Jahresplan, der sozusagen dort gerade erarbeitet worden ist, ist
zuvor entstanden, bevor der Staatspräsident angekündigt hat, dass China bis 2030 den Emissionspeak erreichen will und bis 2060 auf Null Emissionen kommen möchte. Um mal sozusagen die Dimension klar zu machen, das heißt, dass China nach 2030 jedes Jahr einmal die deutsche Volkswirtschaft dekarbonisiert, 500 Millionen Tonnen pro Jahr mindert. So, und dort zu glauben, dass wir noch auf andere Technologien setzen können, außer batterieelektrische Mobilität, halte ich für weitestgehend ausgeschlossen. Wir werden in den nächsten 1 bis 2 Jahren sehen, dass auch China den Weg im Bereich des Pkw zur batterieelektrischen Mobilität beschleunigen wird und deshalb die deutsche Industrie gut aufgestellt sein wird, um auch diese Märkte bei all den anderen Unsicherheiten, die ich jetzt mal ausblende, die natürlich auch besonders relevant sind, was politische Unsicherheiten angeht, aber was technologische Ausrichtung angeht, glaube ich, eine sehr gut aufgestellt sein wird, um auch weiterhin erfolgreich dort zu sein. Vielleicht ergänzend nochmal zu Herrn Hochfeld. Der Punkt ist ja der, wir befinden uns in einem der größten Transformationsprozesse, den unsere Wirtschaft mindestens seit dem Zweiten Weltkrieg, aber vielleicht überhaupt durchgemacht hat. Stark betroffen davon die Automobilindustrie. Nun, Fakt ist, Veränderung ist jetzt per se nicht unbedingt das Ding des Menschen an sich, sondern es braucht immer gewisse Voraussetzungen. Das heißt, auch wir natürlich als politische Organisation, wahrscheinlich auch wie bei der Agora, haben die ganze Bandbreite, wir vielleicht natürlich extremer als die Agora, aber eine ganze Bandbreite an Sichtweisen auf diese Thematik, über die wir uns unterhalten. Da habe ich auf der einen Seite Beschäftigte, die ganz klar in verbrennungsmotorischen Zusammenhängen, sprich in Motorenproduktionen arbeiten, denen im Prinzip die Angst im Gesicht steht, dass ihnen die Existenzgrundlage entzogen wird, weil ihr Teil, an dem sie von mir aus seit 10 Jahren arbeiten, wird, so sagt man, übermorgen nicht mehr gebraucht, weil es keine Verbrenner mehr gibt. Ja? Diese zu gewinnen für die Transformation ist enorm schwierig, denn die haben schlicht und ergreifend Existenzängste. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in unserer Organisation Menschen, denen die schaffen auch im Automobilbau, aber denen geht der Wandel nicht schnell genug. So, und irgendwo dazwischen müssen wir natürlich als IG Metall auch unsere Positionen finden, ohne zerrieben zu werden. Und trotzdem ist für uns klar, das habe ich ja im Eingangsstatement versucht deutlich zu machen, dass dieser Wandel, es gibt, glaube ich, keine Alternative dazu. Wir müssen nur schauen, dass wir ihn gestalten, dass wir die Menschen auf dem Pfad nicht verlieren, sondern mitnehmen können, ihnen zu dem, was kommt, mit Blick auf Arbeitsplatzwegfall, eben auch die Chancen neuer Industriezweige, neuer Produkte, neuer Wertschöpfung ausreichend vermitteln. Denn dann sind wir auf dem Erfolgspfad, denke ich. Und das ist das Wichtige. Und da sind wir, glaube ich, als Gewerkschaften ein wichtiger Teil davon. Und genauso aber eben Organisationen wie die Agora, die den wissenschaftlichen Background dann einfach auch in die Debatte reinbringt. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich würde gerne noch ganz kurz zu einem letzten Block kommen, bevor wir die Fragen aus dem Publikum aufnehmen. Ich werde die übrigens doch selbst vorlesen, dann können wir es besser strukturieren. Frau Baerbock, die ja die künftige Außenministerin sein wird, hat öffentlich schon deutlich gemacht, dass sie einen härteren Kurs gegenüber China einschlagen will, ein Importverbot für Produkte aus Xinjiang ins Spiel gebracht. Wenn die Mikros aus sind, ist mancher Industriekapitän aus dem Südwesten da sehr nervös, hält das für hochgradig naiv, diese Haltung. Glauben Sie, dass Deutschland sich das leisten kann, Herr Hochfeld? Offen gesprochen, lieber Herr Theile, das ist eine Nummer zu groß für mich, die Frage. Ich bin kein Außenpolitiker. Trotzdem, glaube ich, kann man sagen, dass natürlich praktisch die Frage, wie wir uns gegenüber China außenpolitisch aufstellen, ganz ehrlich verknüpft ist mit den wirtschaftlichen Interessen. Und das kann man gut oder schlecht finden. Das ist einfach Realität. Wenn Sie sagen, wir fahren jetzt eine harte Kante und dann am nächsten Tag sagt der chinesische Botschafter, übrigens bei uns dauern jetzt die Autos
im Zoll 9 Monate statt 1 Monat, dann ist das eine Abhängigkeit, die natürlich für eine unabhängige Außenpolitik nicht gerade einfach ist. Und dementsprechend, glaube ich, ist diese Frage, wie verhalten wir uns gesamtpolitisch gegenüber China, wirklich sehr, sehr kompliziert. Und natürlich wünscht man sich, dass sie unabhängig von wirtschaftlichen Interessen getroffen werden kann. Das kann sie nicht, das wird sie nie sein. Und dementsprechend, glaube ich, ist das sicherlich eine der ganz zentralen Fragen in der Außenpolitik, aber auch in der Außenwirtschaftspolitik, wie das Verhältnis von China sich entwickelt, ob das ein Wettbewerbsverhältnis ist, ob das ein Kooperationsverhältnis an manchen Stellen ist. Eins kann ich nur sagen, als jemand, der dort 5 oder 6 Jahre gelebt hat, ich glaube, es führt überhaupt keinen Weg dran vorbei, mit China in einem engen Dialog zu bleiben und in einem engen Austausch zu bleiben. Ich habe leider in den letzten Jahren sehr häufig Menschen über China reden hören, die noch nie da waren. Das eint wahrscheinlich den größten Teil der Bundesbevölkerung, dass sie nie in China waren und sich eigentlich auch nie intensiv damit beschäftigt haben. Das macht die Sache noch komplizierter, dass viele über China reden, ohne es zu kennen. Und ich glaube, das ist etwas, was sozusagen auf jeden Fall mal ganz wichtig und eindeutig auf die Agenda gehört, nämlich mehr China-Kompetenz auch in der Politik und mehr sozusagen Fokus auf China in der Politik zu bringen. Um mal ein Beispiel zu nennen, im letzten Bundestag saß eine Person, die Chinesisch sprach, von, ich weiß nicht, wie viel waren wir, 799 Abgeordneten oder jedenfalls mehr als 700. Das ist deutlich zu wenig. Ja? Also um, glaube ich, eine praktisch ausgewogene Politik gegenüber China zu machen, brauchen wir vor allen Dingen in erster Linie mal mehr China-Kompetenz auch in der Politik. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich mir sagen, das ist eine Nummer zu groß für mich, da ein Gesamturteil zu bilden. Aber die Politik wird sicherlich nicht ohne die wirtschaftlichen Verflechtungen gemacht werden. Wunderbar, vielen herzlichen Dank. Ich habe das Gefühl, wir haben Herrn Bliesener gerade verloren, oder? Ich sehe ihn nicht mehr. Das wäre natürlich schade. Aber dann machen wir erstmal ohne ihn weiter. Er kommt bestimmt gleich zurück. Von Susanne Breuer kommt die Frage, Verkehrswende muss auch international gelten, wenn es um die Beschaffung von Rohstoffen geht. Und die Rohstoffnachfrage verschiebt sich durch die batteriebetriebenen Autos, wie wir wissen. Welche Rolle spielen diese Themen bei Ihnen, gerade wenn es um Menschenrechte geht, um das Lieferkettengesetz? Inwieweit beschäftigt sich die Agora-Verkehrswende damit? Nun, erstmal, glaube ich, gilt es klarzumachen, dass hier nichts beschönigt werden soll. Auch batterieelektrische Fahrzeuge sind an vielen Stellen mit Umweltauswirkungen verbunden. In der Produktion, in den Wertschöpfungsketten, aber auch in der Nutzung natürlich, weil der Strom an vielen Enden überhaupt nicht dekarbonisiert komplett ist. Also Emissionen auch teilweise verlagert werden. Nur man muss 2 Dinge berücksichtigen. Das erste ist, dass wir natürlich in der Lage sind, die Wertschöpfungsketten zu verbessern. Sowohl von den Bedingungen, sozialen und Umweltbedingungen entlang der Wertschöpfungsketten der einzelnen Rohstoffe, sei es Kobalt, sei es Lithium, aber auch dadurch, dass wir bestimmte Rohstoffe ersetzen. So sinkt der Kobaltanteil in den letzten Jahren schon drastisch, sodass wir im Prinzip auch die Umweltauswirkungen der Batterien deutlich senken können und vielleicht in 2, 3 Jahren schon, wäre eine Vermutung, auch kobaltfreie Batterien haben werden, sodass im Prinzip diese problematischen Rohstoffe nicht mehr in dem Maße oder gar nicht mehr enthalten sein werden. Und das müssen wir auch tun. Und genauso müssen wir auch den Energieverbrauch bei der Batterieproduktion senken. Das ist aber möglich. Und bei all dem gilt dann nicht außer Acht zu verlieren, dass wir natürlich bei dem weltweiten System der Rohölförderung, die wir ja ersetzen durch batterieelektrische Mobilität, durch erneuerbaren Strom, auch eine riesige Menge an
geopolitischen, sozialen und Umweltproblemen haben, die wir nicht mehr haben werden. Und wenn Sie die Mengen vergleichen, das ist das Mengenverhältnis etwa 1 zu 1000, um was wir reden, wenn nicht sogar größer, dann denke ich, soll das auch praktisch klar machen, wir können auch durch die Substitution und durch eine Verschiebung der Technologien auch deutlich Emissionsminderungen haben. Damit möchte ich aber nicht die Emissionen kleinreden, aber auch zeigen, dass man sozusagen immer den Blick aufs Ganze behalten muss. Und wir tun das, sowohl was die Rohstoffverfügbarkeit angeht, als auch die Verbesserung der Umwelt- und Sozialbedingungen entlang der Wertschöpfungskette und bei der Herstellung der Batterien recht intensiv bei Agora. Eine weitere internationale Frage kommt von Ingo Kübler vom Autozulieferer Mahle, wo Herr Bliesener im Aufsichtsrat ist. Er schreibt, die Klimafrage ist vor allem eine soziale Frage. Das reichste Zehntel der Bevölkerung verursacht 50-60% der CO2-Emissionen. Warum spielt die Verteilungsfrage in der Klimadiskussion kaum eine Rolle? Das ist eine sehr gute Frage. Diese Verteilungswirkung gibt es ja nicht nur international, sondern auch national. Nämlich bei der Frage, wer kann sich Mobilität leisten? Oder wie sind auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Einkommensklassen von umweltpolitischen Maßnahmen betroffen im Bereich der Mobilität, wenn wir Spritpreise erhöhen, wenn wir Steuern verschieben? Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, den wir sehr stark bei Agora Verkehrswende in den letzten Jahren in den Fokus genommen haben, dass wir immer darauf achten, wenn wir Vorschläge, Reformvorschläge für die Rahmenbedingungen machen, dass sie gleichzeitig eigentlich auch bestehende Missstände verändern. Denn offen gesprochen, das geht los bei der Förderung für E-Fahrzeuge. Warum müssen wir das steuersubventioniert machen? Warum muss die Kassiererin beim Supermarkt oder der Krankenpfleger im Krankenhaus die E-Fahrzeuge und die Subventionen der E-Fahrzeuge mitfinanzieren? Wir könnten das durch eine Umstellung der Kfz-Steuer verursachergerecht machen, dass die Fahrzeuge, die mehr emittieren, die höhere Emissionen haben, höhere Verbräuche haben, einen Aufschlag bekommen, entsprechend der Schäden, die sie über die CO2-Emissionen auch verursachen, womit wir die Kaufförderung und auch die Subventionen für effiziente oder elektrische Fahrzeuge finanzieren. Da brauchen sie keine Steuersubventionen. Genauso könnten wir auch Privilegien abschaffen. Auch falsch wahrgenommene Privilegien werden immer, wenn sie wegfallen, als ungerecht empfunden. Aber natürlich gibt es eigentlich keinen Grund mehr, warum wir sozusagen Dienstwagen steuerlich begünstigen und die private Nutzung von Dienstwagen steuerlich begünstigen und auch den Kauf von hochmotorigen Verbrennern über die Dienstwagenregelung steuerlich begünstigen. Das heißt, es ist vollkommen richtig, wir sollten auf jeden Fall Verteilungswirkungen im Blick behalten und dann uns auch darauf konzentrieren, dass wir genügend Geld haben, um gegebenenfalls gerade für die Bevölkerungsgruppen, die besonders hart betroffen wären, wenn Benzinpreise drastisch steigen, wenn Mobilitätskosten steigen, dass wir dort auch einen sozialen Ausgleich schaffen. Nur einen Punkt würde ich an der Stelle vielleicht abschließend gerne machen, der heißt, Klimapolitik schützt das Klima in erster Linie. Klimapolitik kann sozial ausgewogen ausgestaltet werden und auch soziale Ausgewogenheit und soziale Gerechtigkeit fördern. Klimapolitik kann nicht Sozialpolitik ersetzen. Das heißt, wir sollten auch im Blick behalten, viele Probleme, sozialen Probleme, sind erstmal wirtschafts- und sozialpolitisch zu klären und sollten uns nicht hindern daran, wie in der Vergangenheit häufig geschehen, dass wir klimapolitisch dann nicht agieren oder zurückzucken, weil wir sozialpolitische Veränderungen erwarten. Das können wir uns nicht mehr leisten, weil sozusagen die größte soziale Ungerechtigkeit ist das Nichterreichen der Klimaschutzziele. Vielen Dank. Es gibt einige Fragen zur E-Mobilität an sich, die
die in Frage stellen. Es handele sich bestenfalls um eine Übergangstechnologie, schreibt M. Messmer, und stellt und bezweifelt, dass es ausreichend Rohstoffe für die Batterien gibt. Und Constanze Grün schreibt, sie sehe eher in der Wasserstofftechnologie die bessere Möglichkeit, in die richtige Richtung zu gehen. Warum haben Sie sich so sehr dagegen geäußert? Und so sehr pro Elektromobilität? Nun, das fängt an beim Thema Effizienz. Was in den kommenden Jahren besonders rar und sozusagen umworben und im Wettbewerb stehen wird, ist das Potenzial an erneuerbaren Energien. Sowohl national, aber das gilt auch weltweit, weil wir eben alle fossilen Energien eigentlich bis 2050 weitestgehend auf erneuerbare Energien umstellen müssen. Und dementsprechend wird es schon also eine Knappheit geben, was das Gut erneuerbare Energie angeht. Deswegen setzen wir weiterhin im höchsten Maße auf Effizienz. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Kilowattstunden erneuerbaren Strom brauche ich für eine bestimmte Strecke, die ich mit unterschiedlichen Technologien zurücklege, dann, um das Beispiel zu nehmen, brauche ich vielleicht für eine bestimmte Strecke X eine Kilowattstunde, wenn ich ein batterieelektrisches Fahrzeug nehme. Ich brauche 2 bis 3 Kilowattstunden, wenn ich ein Brennstoffzellen-Wasserstofffahrzeug nehme. Und ich brauche 5 bis 6 Kilowattstunden, wenn ich mit dem Verbrenner weiterhin fahre und auf synthetische Kraftstoffe setze. Und dementsprechend ist das ja nicht nur ein Ausdruck dessen, dass wir eine Knappheit an Energien haben, sondern auch, dass die Kosten natürlich deutlich höher sind, wenn ich 2 bis 6 so viel erneuerbare Energie brauche. Und aus diesem Grund sehen wir, dass ab Mitte diesen Jahrzehnts wahrscheinlich die batterieelektrischen Fahrzeuge auch im Vergleich zu den Alternativen und auch im Vergleich zu dem klassischen Verbrenner mit fossilen Energien günstiger werden. Und deswegen gibt es eigentlich, also es, die anderen Technologien werden in den kommenden 10 Jahren wirtschaftlich nicht wettbewerbsfähig sein im Vergleich zu den batterieelektrischen Fahrzeugen. Und wenn wir uns anschauen, wie viele Modelle gibt es von batterieelektrischen Fahrzeugen, wie viele Modelle gibt es von Brennstoffzellenfahrzeugen, dann ist dieses Rennen entschieden, weil Sie haben hunderte von Modellen, die jetzt in den kommenden 5 Jahren auf den Markt kommen werden mit batterieelektrischem Antrieb, sei es Plug-in-Hybride oder vollelektrische Fahrzeuge. Ich kenne maximal eine Handvoll von Modellen, die als Brennstoffzellenfahrzeug auf den Markt kommen. Das heißt, die Hersteller haben das entschieden, und das aus Marktpotenzialsgründen. Und dementsprechend sehe ich nicht, dass andere Technologien da herankommen. Und wenn Sie sehen, wie sieht es bei den Investitionen aus, dann werden 50 Euro in Batterietechnologien investiert auf jeden Euro, der in Brennstoffzellen gesteckt wird. Und dementsprechend können Sie sich auch vorstellen, wie schnell die Technologieentwicklung in diesen beiden Bereichen vor sich geht und dass da doch ein deutlicher Unterschied ist. Also ich sehe in der batterieelektrischen Mobilität keine Übergangstechnologie, sondern schon die Technologie, die sich beim Pkw, also vielleicht auch beim Lkw, da ist es noch etwas offener, aber in jedem Fall im Straßenverkehr deutlich durchsetzen wird, während wir für andere Verkehrsträger, Flugzeug oder auch das Schiff, sicherlich andere Energieträger brauchen, sei es Wasserstoff oder eben auch synthetische Kraftstoffe. Vielen Dank, Herr Hochfeld. Schön, Sie wiederzusehen, Herr Bliesener. Wir haben kurz über die internationale Dimension gesprochen und über die Rohstoffe, die für all die Batterien für Elektroautos benötigt werden, und haben uns jetzt um die Antriebsform gekümmert, also ob Elektromotoren und Elektroautos nur eine Übergangstechnologie sind oder tatsächlich die Zukunft der Mobilität. Wie stehen Sie zur Brennstoffzelle und zu Wasserstoffantrieben? Naja, ich halte das Thema Elektromobilität für den Pfad, der jetzt vorgezeichnet ist.
weil es der effektivste Antrieb ist und auch zu sein scheint. Das Thema Brennstoffzelle wird meiner Meinung nach im Nutzfahrzeugbereich eine Rolle spielen. Bei Schiffen, bei der Eisenbahn wird es eine Rolle spielen, aber nicht im Bereich Pkw. Aktuelle Studien sagen, dass 2040 ein Anteil von maximal 10-15% an Brennstoffzellen Pkw weltweit überhaupt denkbar ist. Und ich glaube, das ist auch einigermaßen realistisch. Aus den Gründen, die will ich nicht wiederholen, die der Herr Hochfeld gesagt hat. Die Entscheidungen sind hier auch von Seiten der Hersteller entsprechend gefallen. Und man muss dazu auch sagen, die Herstellung von Wasserstoff ist enorm energieintensiv. Es geht ja nicht nur, wir sprechen heute über die Mobilität, aber es geht ja letztlich nicht nur um die Transformation der Mobilitätsindustrie, sondern um die Transformation der gesamten Industrie. Wir brauchen auch Wasserstoff zum Beispiel zur Herstellung von grünem Stahl. Ansonsten geht unsere deutsche Stahlindustrie völlig kaputt. Wir brauchen für andere Bereiche auch Wasserstoff etc. pp. Von dem her scheint mir auch hier der Weg einfach vorgezeichnet und auch nachvollziehbar vorgezeichnet zu sein. Wunderbar, vielen Dank. Eine weitere Frage, ich habe leider nicht notiert, wer sie gestellt hat. Inwiefern ist der geplante Ausbau der erneuerbaren Energien ausreichend, um die 14 oder 15 Millionen Elektro-Pkw mit erneuerbarem Strom zu versorgen? Ist der schnell genug? Herr Hochfeld hat sein Mikro schon geöffnet. Ja, aktuell ist ja das auf keinen Fall. Das ist natürlich sozusagen ein großer Flaschenhals, dass wir in den letzten Jahren auch durch die Politik der Bundesregierung bedingt den Ausbau der Erneuerbaren auf dem Lande weitestgehend abgewürgt haben, was insbesondere die Windräder angeht, also die Wind-Onshore-Anlagen, aber auch die Solarförderung. Das müssen wir ändern. Ich glaube, das ist ganz oben auch auf der praktisch Agenda der Bundesregierung. Wir sind in unseren Studien von etwa 70% Erneuerbaren ausgegangen bis 2030 Anteil, der ausreicht, um auch praktisch den Ausbau der Elektromobilität mit abzudecken. Das wird jetzt nochmal getoppt von der Bundesregierung. Die Bundesregierung hat jetzt das Ziel, bis 2030 einen erneuerbaren Anteil von 80% bei gesteigerter sozusagen Strommenge zu haben. Das ist eine Mammutaufgabe. Das können Sie gar nicht anders titeln. Das ist ein schon Man-on-the-Moon-Shot-Projekt. Und das kann auch nicht funktionieren, wenn wir weiterhin so lange brauchen, ein einzelnes Windrad aufzustellen. Im Moment dauert die Genehmigung und das Aufstellen eines Windrades vom Zeitpunkt der Planung oder Beginn der Planung, bis es dann sozusagen Strom liefert, durchschnittlich etwa 6 Jahre. Ja, also da müssen wir sozusagen den Faktor 10 runterkommen. Wie das funktionieren soll, das glaube ich, dazu braucht es wirklich auch nochmal einen großen Wurf und auch, glaube ich, eine große gesellschaftliche Debatte um alle konkurrierenden Ziele bis hin auch zum Naturschutz, keine Frage, die man sich nochmal anschauen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Aber ohne dieses Ziel werden wir die gesamte Klimaschutzdebatte verlieren und die gesamte Energiewende gegen die Wand fahren. Es ist sozusagen die Voraussetzung für vieles, um tatsächlich die Klimaschutzziele zu erreichen, dass wir dieses Ziel des Ausbaus der Erneuerbaren exponentiell beschleunigen in den nächsten 10 Jahren, aber vor allen Dingen in die Rahmenbedingungen gleich am Anfang der jetzt begonnenen Legislaturperiode dafür schaffen. Herr Bliesener, eine Sorge, die gerade auch mit den erneuerbaren Energien verbunden ist, ist, dass das bedeutet, dass der Strom sehr viel teurer wird in Deutschland. Besteht die Gefahr, dass gerade durch den Ausbau der erneuerbaren Energien der Strom so teuer wird, dass die Produktion in Deutschland auch kaum noch möglich ist?
Das sehe ich jetzt aktuell nicht. Ich glaube, Strom wird dann wettbewerbsfähig, auch grüner Strom, wenn er in ausreichendem Maße gewonnen wird. Und da hat Herr Hochfeld ja den Finger schon in die Wunde gelegt. Die Genehmigungszeiten sind so lang, die Versorgung ist zu groß und die Alternative dazu zu erneuerbaren Energien kann nicht sein, dass man wieder Strom aus Atomkraft bezieht. So, das auch als klare Abgrenzung hierzu. Und ich glaube durchaus, dass wettbewerbsfähige Produktion in Deutschland möglich sein wird, auch in Zukunft. Die Unternehmen, das ist ein Punkt, da sind sich viele Unternehmen aber noch nicht bewusst. Es geht ja letztlich um den gesamten CO2-Footprint. Das heißt, Produktionsunternehmen müssen auch in Zukunft selbst danach schauen, wie sie ihren Strom beziehen können. Einige sind da schon auf dem Weg, haben sich schon Solarpanels auf die Fabrikdächer gebaut, haben schon einen, nicht ausreichenden, aber zumindest einen erkennbaren Anteil an eigen erzeugten regenerativen Energien. Andere Unternehmen haben noch nicht mal auf dem Schirm, dass sie sich hier verändern müssen und überlegen müssen, wo sie künftig ihren Strom beziehen. Das ist insbesondere für Zulieferer auch wichtig, weil die Hersteller werden auch ihre Zulieferer in Zukunft daran messen, ob sie zur Erreichung des CO2-Footprints beitragen oder eben nicht. Sie sind ja im Aufsichtsrat bei Mahle. Wie geht man das dort an? Hat man das dort auf dem Schirm? Naja gut, jetzt über Einzelunternehmen möchte ich an der Stelle jetzt gar nicht sprechen. Es trifft auf viele Unternehmen, groß wie klein, zu, dass sie hier deutlich Nachholbedarf haben, schlicht und ergreifend an dieser Stelle. Und das wird sich in den kommenden Jahren auch entscheiden, ob sie diesen aufholen können. Vielen Dank. Es gibt noch eine weitere Frage an Sie, Herr Bliesener, die eher politisch ist. Wie ist aus Ihrer Perspektive ein strategisches Bündnis aus Gewerkschaften und Klimabewegung denkbar, das es schafft, in praktische Organisierung und Kampagnen das Narrativ von unauflösbaren Widersprüchen zwischen sozialer Gerechtigkeit und Klimaschutz aufzulösen? Die Frage kommt von Elia Mula. Naja, da sind wir schon sehr aktiv und zwar seit einigen Jahren. Zum einen gab es auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf Ebene des Vorstandsvorsitzenden von der IG Metall, also Jörg Hofmann, mit den aktiven Köpfen von Fridays for Future bereits Treffen. Es gibt es aber auch auf regionaler Ebene. Es gab Dialogformate, also sprich einen engen Austausch mit BUND und NABU. Insbesondere mit dem BUND hat man jetzt auch wieder im Rahmen eines Szenarienprozesses ein gemeinsames Papier mit Vorstellungen und Forderungen an eine sozialverträgliche Mobilitätswende verabschiedet, das jetzt veröffentlicht worden ist. Das heißt also oder zeigt auch, da sind wir durchaus im Gespräch, im Austausch, weil wir es auch für notwendig erachten, genau mit diesen Protagonisten dieses Wandels uns entsprechend auszutauschen, Gemeinsamkeiten festzustellen, aber auch festzustellen, wo sind Unterschiedlichkeiten und wie können wir dann hier trotzdem zu einem gemeinsamen Weg kommen, den es zu beschreiten gilt. Und ähnlich sind wir ja auch zum Beispiel mit der Agora Verkehrswende im Austausch, bei der ich auch mit im Rat sein darf. Das ist immer ein sehr fruchtbarer Austausch, der da stattfindet, der Mehrwert auch für beide Seiten an dieser Stelle bringt. Und nur über diesen Austausch wird es uns gelingen, auch kritische Punkte zu diskutieren und am Ende lösungsorientiert daran arbeiten zu können. Vielen Dank. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Hochfeld? Wie läuft die Kooperation zwischen Gewerkschaften und Klimabewegung? Sie haben ja schon gesagt, dass sich die Gewerkschaften durchaus auch verändert haben in den vergangenen Jahren. Ich glaube, wir haben uns alle verändert und es ist ja auch notwendig, dass wir uns alle verändern und gemeinsame Wege finden, weil das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Am Ende des Tages werden wir sozusagen die Verkehrswende auch im Vergleich zur Energiewende nicht gegen Mehrheiten durchsetzen können. Und die Verkehrswende ist nochmal ein Stück weit komplizierter, weil sie halt sehr, sehr stark
ich sage es jetzt mal so ein bisschen technisch als Wissenschaftler, mit der Nachfrage verbunden ist. Das heißt, mit den Mobilitätsroutinen, die wir alle täglich haben, mit Pendeln, mit unseren Urlaubsreisen, mit unseren Freizeitverkehren. Das sind eingeübte Rituale oder Prozesse, die wir schwer verändern. Das hat der Herr Bliesener auch schon richtig gesagt. Das heißt, dass wir alle unser Verhalten verändern müssen, entweder weil wir mit anderen Technologien zurechtkommen müssen oder weil wir tatsächlich unsere Mobilität anders gestalten, mit anderen Verkehrsmitteln und mit anderen Mobilitätsformen. Und dementsprechend, glaube ich, ist es erstmal wichtig, die Menschen dafür zu gewinnen. Und das ist tatsächlich auch noch ein weißer Fleck in der Verkehrspolitik. Wir investieren, das haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt, sowohl in die Infrastruktur als auch in neue Technologien, staatlich, privat, von den Unternehmen her, hunderte von Milliarden. Aber wir investieren eigentlich nie darin, den Menschen diese Technologien und diese Infrastrukturen und neue Mobilitätsangebote auch nahe zu bringen. Das heißt, dass sie die erfahren können und auch annehmen können und schauen, ob sie für ihre Mobilitätsbedürfnisse passen. Das ist, glaube ich, der erste Punkt, den es zu verändern gilt und der besonders wichtig ist. Mir ist nur wichtig, und da sehe ich tatsächlich eine Veränderung, dass wir aufhören müssen und auch, glaube ich, nicht mehr akzeptieren können, wenn diese Transformation gebremst werden soll. Weil das sowohl unter Klimagesichtspunkten als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten Nachteile mit sich bringt. Das heißt, deshalb freue ich mich, dass wir jetzt in der Bundesregierung oder auch im Koalitionsvertrag einen Vorschlag sehen, den wir auch eingebracht haben, den, glaube ich, die Gewerkschaften ähnlich auch eingebracht haben, eine Plattform für die Transformation der Automobilindustrie, wo man sich damit beschäftigt und wo man genau schaut, was kann ich tun, um diesen Transformationsprozess zu unterstützen, aber ihn nicht zu verhindern oder auch nicht einzubremsen. Denn das ist ein Strukturwandel, der so oder so stattfinden wird. Und wir hatten mal bei uns im Rat einen Vertreter eines Technologieunternehmens, der sagte, was wäre denn gewesen, wenn wir uns an die Politik gewandt hätten damals und gesagt hätten, Leute, die Mobilfunkgeräte werden sehr, sehr viele Arbeitsplätze kosten in der Festnetzsparte, im Festnetztelefonie. Sollten wir deshalb nicht lieber die Handys nicht anschaffen? Und ich finde, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass man sagt, das ist doch nicht die Frage, sondern das wird doch passieren. Und wie können wir denn davon profitieren, dass dieser Strukturwandel stattfindet? Und da hoffe ich in dieser Legislatur darauf, dass wir wirklich die Konsequenz darauf ausrichten, zu sagen, wir setzen alles darauf, diesen Prozess erfolgreich zu gestalten. Er muss schnell gehen und er muss sozusagen auch erfolgreich sein. Und wir können uns nicht mehr leisten, uns Gedanken zu machen, könnten wir es langsamer machen, weil wir am Ende auch nicht entscheiden. Das habe ich versucht, am Anfang nochmal klarzustellen. Die Welt verändert sich um uns herum und wir sind gerade als exportorientiertes Land auch gerade von diesen weltweiten Entwicklungen sehr abhängig. Und wenn wir das nicht im Blick behalten, werden wir am Ende sowohl klimapolitisch als auch wettbewerbspolitisch als Verlierer dastehen. Und ich glaube, da, das kann ich nochmal sagen, ist ja auch schon Ende der Zeit fast abschließend, es ist die letzte Chance. Also es ist die letzte Legislaturperiode, wo wir diesen Wandel einläuten können. Er ist sozusagen, die letzte Legislatur war wirklich verloren für das Thema in weiten Bereichen. Und dementsprechend gilt es jetzt oder nie. Und ich hoffe, dass das allen bewusst ist. Und wenn es Ihnen noch nicht bewusst ist, dann in den kommenden Wochen sehr schnell bewusst wird. Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Möchten Sie sich noch mal äußern, Herr Bliesener? Nein, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Okay, dann haben wir gelernt, die letzte Legislatur war eine weitgehend verlorene. Wir hoffen auf die nächsten 4 Jahre. Herzlichen Dank an alle, an die vielen Fragen, die gestellt wurden. Ich habe leider nicht alle stellen können. Bitte seht es mir nach. Vielen Dank, Herr Bliesener. Vielen Dank, Herr Hochfeld. Vielen Dank an alle Organisatoren. Das hat dann doch bis auf den kleinen Aussetzer zwischendurch ganz gut geklappt. Und dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Vielen Dank, Herr Theile. Tschüss und bis bald. Schönen Abend noch.